Heute haben wir ein bisschen Schlamm gesammelt. Du hast ja ein richtiges Trikot an. Wollen wir schnell sein? Wollen wir schnell sein? Nee, wir wollen nicht schnell sein, wir wollen ankommen. Du kannst doch nicht auf so einem Sattel fahren. Das wirst du sehen. Du musst die Schmerzen deines Lebens haben. Du wirst mich ja viel von hinten sehen heute, von daher. Wahrscheinlich ausschließlich. Du bist so groß. Wie groß bist du? 2,92 Meter? 2,01 Meter. 2,01 Meter. Die könnte darin, glaube ich, zelten. So, jetzt 7.09 Uhr. Wir sind heute gestartet. Ich fahre nicht alleine, sondern ich habe hier so einen Riesentypen dabei. Oh! Da. Und ich brauche ein bisschen Unterstützung, glaube ich. Habe nämlich überhaupt keinen Bock. Es sind auch 3 Grad statt 5 wie gestern. Aber dafür kommt die Sonne raus und sieht auch jetzt schon ultra geil aus. Boah, das Wetter ist Champions League heute. Geil. Ja, der Junge fährt so schnell. Komme ich ohne Motor gerade hinterher. Der Typ. Und wir sind erst 3 Kilometer gefahren, ich kann schon nicht mehr. Gute Arbeit, Leute. Ah. Rechts rum. Schön hier. Hier ist mein Tipp. Ganz krass. Komm, dann eine andere Hausnummer. Keine Ahnung, ob die schon aufhaben. Also kleine Stände. Jesteburg. Leider Ansprechpartner nicht da, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch mitmachen werden. Jetzt gehen wir einmal kurz ins Schnapsregal. Mal checken, wie die Bestände sind. Ja, hier natürlich an der regionalen Wand. Ach, mal die guten Stücke. Ich sehe gerade, Nuss ist ausverkauft. Da sollte ich mich mal drum kümmern. Auch der Rest sieht ziemlich mau aus. Da kümmere ich mich drum, dass ich vielleicht noch mal vor dem Urlaub hier einmal ausliefern kann. Und jetzt geht es weiter nach zu Knolle, nach Ramsdorf. Du dicke Bergziege. Natürlich im Stehen. Wow. Auch ganz schön hier. Wo sind wir? Ramelow. Ramelow. Das ist vom Pastor am Ramelow. Ja. Gibt's auch noch Zeit. Gibt's auch noch. Ach so. Wieder mal. Ja. Haben wir auch hier Leonhard Korn.
Hier sogar die Dortmund-Fraktion, also schwarz und gelb. Wer noch Eierlikör braucht, der sollte definitiv mal bei Knolle vorbeischauen. Aber wir haben noch eine ganz klassische Regalplatzierung. Das sieht auch alles noch gut aus von den Mengen. Ich frage Frau Cordes natürlich trotzdem, ob sie noch was braucht vor dem Urlaub, beziehungsweise vor dem Ladenschluss. Aber jetzt muss ich sie einfach suchen. Knolle haben wir auch eingetütet. Gespräch konnte ich nicht filmen. Ware wurde jetzt auch nochmal nachbestellt und bei der Aktion sind sie auch dabei. Sehr geil. Dann geht es jetzt von Ramelsloh nach Hittfeld, meine ich. Also quasi den Weg zurück. Die Strecke bis hierhin, absolut zu empfehlen, oder? Reifen also, werden kalt, wir müssen weiter. Ja. Nein, also die Strecke mega. Also Jesteburg und so, komplett unterschätzt von mir, wie schön das ist. Ich war da bislang eigentlich immer nur mit dem Auto durch. Und die Wege, die man da noch fahren kann, also echt absoluter Hammer. Richtig, richtig, richtig gut. Ja. Gleich haben wir Hittfeld. In 120 Metern an der also Kante links halten. Tour heute ist definitiv schöner als die gestern. Die kann ich wirklich jedem empfehlen. Vor allen Dingen früh morgens, wenn die Sonne aufgeht, da durch Jesteburg zu fahren. Jetzt links absoluter halten. Burner. So, da vorne, Stopp Nummer 3, Hol ab Hittfeld, 27 Kilometer auf Uhr, für ihn gar nichts, ich bin schon gut im Arsch, also für mich ist das, ja, er hat eben gesagt, das ist eher so Tendenz, so gar nicht anstrengend, gar nicht, und ich sehe, der Hol ab hat zu. Nice! Hast du vielleicht auf Instagram mitbekommen? Du bist auf dem Laser-Fahrrad. 666 Kilometer für einen guten Zweck. Geil. Pascal. Schick siehst du aus. Danke. Ja, ist fresh. Ihr kennt euch auch? Ja, sicher. Ich hab schon viel Bier getrunken, ja. Ach du meine Güte. Er begleitet mich heute. Geil. Und das ist viel anstrengender als gestern, wo ich alleine fahren konnte, weil für ihn ist das überhaupt nicht anstrengend. Nee. Gar nicht? Weil es viel zu langsam ist. Ja. Und ich muss mich fehlen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir sammeln Spenden für einen guten Zweck. Ja. Ich muss 666 Kilometer Fahrrad fahren. Ja. Und besuche jeden Händler aus der Umgebung. Du musst da jetzt gar nichts zu entscheiden. Das steht da alles nochmal drauf. Ich rufe dich nach meinem Urlaub an. Ja. Und sammle dann ein, für was du dich entschieden hast. Ja. Gut. Kann sein, dass ich das vergesse. Schreibst du es mir nochmal? Ja. Oder ich komme vorbei. Alles klar. Mein Lieber. Mach's gut, ihr beiden. Vielen Dank. Fahrt schön vorsichtig. Ja. Alles klar. Danke dir. So, von Hola Pittfeld war jetzt nicht so weit. In 150 ab zu Edeka. Meier. Leider, muss ich dazu sagen, ist Max im Urlaub. Das heißt, wir werden den ehemaligen Eventchef von Leonhard Korn, der jetzt bei Edeka Meier arbeitet, weder in Hittfeld noch in Nendorf antreffen. Vielleicht haben wir Glück und Jonas Meier ist in einem der Läden. Oder wir geben den Zettel ab, wie gehabt. Aber wir haben gerade gehört, dass Jonas heute in Nendorf ist. Das heißt, wir werden ihn dort gleich treffen. Und quasi für beide Märkte die Zettel abgeben, wenn Max auch nicht da ist. Aber wir gehen natürlich auch hier in Hittfeld einmal sneaken, wo wir die Leonhard Korn Schnäpse haben. Ein kleines Lakritzchen haben wir noch. Oh, da sind sogar noch große. Das heißt, wer Lakritz braucht, der sollte unbedingt mal dann hier vorbeischneiden. Minze und so weiter. Ich glaube, wir hatten irgendwo noch eine weitere. Da! Hier im Rondell steht auch nochmal Leonhard Korn. Ich habe Max auch schon Bescheid gesagt, wegen letzter Bestellung vom Urlaub. Mal gucken, ob er noch reagiert, aus dem Urlaub heraus. Das ist dann dieser Moment, wenn ein normaler Fahrradfahrer mit dem Darmrad alles vorbeizieht. Nice, ne? Da Raps steht. Das heißt, es ist Frühling. Was ist denn hier passiert? Das ist, das ist natürlich scheiße. So eine Scheiße.
Ey, wenn mir das alleine passiert, ohne dass du dabei bist, aber jetzt muss ich das ja leider filmen. Wie hast du denn das schon wieder geschafft? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts gemacht. Ich habe die anderen waren es, ne? Zum Glück haben wir einen Fahrradmechaniker. Warte, ich muss mal hier die Navigation unterbringen. So. Also das ist eine Glasscherbe, oder? Nein. Boah. Das ist eine Scherbe, oder? Die haben uns bestimmt Parole abgeholt. Direkt Getränke gemacht. Nee, ernsthaft jetzt, ne? Ich kann auf gar keinen Fall so einen Reifen unterwegs wechseln. Und ich muss auch schon Schlauch mit haben, glaube ich. Und zwei. Kurzes Ventil, langes Ventil, dies, das, jenes. Gott. Hast du auch nie gemacht, ne? Du hast noch nie gemacht? Was ist denn das? CO2, ne? Genau. Dadurch spart man sich das Luftpumpen, richtig? Genau. Wir haben hier eine Kartusche, die ist da geschlossen. Die werden wir gleich mit diesem Pin da drin öffnen. Ja. Okay. Und dann hier per Knopfdruck innerhalb von nicht mal einer Sekunde den Druck drauf. Sagt er. Und wenn wir den Schlauch jetzt zum Platzen bringen durch das Luft, dann haben wir Probleme, ne? Ja, Problem. Geil. Richtig geil. So, Druck ist drauf. Sowas brauche ich. Da musst du nicht pumpen. Das war's. Und, aber der hat jetzt nicht komplett 4 Bar wieder oder so, ne? Das hängt immer vom Volumen des Reifens ab, ne? Also. Ja, doch, du bist 3,5 Bar wieder. Du bist schon eine Maschine, ne? Ich? Fahrrad wiegt 16 Kilo. So, wie lange haben wir jetzt gebraucht? 10 Minuten. Boah, natürlich bin ich in aller unterste Ritze hier. Kannst du mir mal sagen, wo das hier ein Fahrradweg ist? Das ist nicht kein Gravelweg. Ja, zum Glück waren wir da gestern, das heißt, wir dürfen. Ja, das war ein schöner, dreckiger Trail. Wirtschaftsweg. Eben aus Tötensinn rausgelotst wurden mit Komoot, haben uns gefragt, was das für eine komische Tour ist, und dann waren wir irgendwie kurz vor Nennendorf, dachten, geil, gleich geschafft, aber irgendwie passte das mit den Kilometern nicht, die ich geplant hatte, und dann haben wir auf die Karte geguckt, wir haben halt Fahrendorf vercheckt, fahren jetzt noch einmal kurz komplett nach Fahrendorf und dann zurück über Sieversen und Co. wahrscheinlich,
nach Nennendorf und dann Finale. Aktuell 40 Kilometer auf dem Tacho. Hier eben einmal kurz verfahren. Wir cruisen jetzt gemütlich nach Fahrendorf. Ey, Komoot, das hier ist jetzt die Fahrrad, der Fahrradweg. Bäh. Erkennt man natürlich auf dem Video überhaupt nicht. Aber das ist kein Fahrradweg. So, wir ballern gerade nach Fahrendorf rein. Hier vorne Edeka Jänicke, wo ich Montag schon war zum Ausliefern. Und auch gestern vorbeigefahren bin. Und jetzt sind wir wieder da. Partnerin leider nicht da, aber ich werde zurückgerufen. Aktion wurde auf jeden Fall für cool befunden. Hier sind wir auch bei Leonhard Korn bei Edeka Jernicke. Immer vorne an der Kasse findet ihr hier in Fahrendorf auch unseren Schnaps. Und ja, ich werde mit Frau Kaiser telefonieren und dann checken wir ab, inwiefern Edeka Jernicke aus Fahrendorf dabei ist. Müssen wir den ganzen Weg nicht schleppen. So. An diesem Kreuzung. Wir sind in Nennendorf. Und jetzt sind die beiden letzten Stops direkt auf einem Parkplatz. Das ist natürlich immer ganz geil. Hat man keine Tour zwischen. In 200 Metern. Ich weiß aber, dass Nico vom Hohlab im Urlaub ist. Das heißt, ich werde ihm gleich eine Videobotschaft per WhatsApp schicken oder so. Und den Zettel an der Kasse hinterlegen. Deswegen fahren wir jetzt hier erst einmal kurz zu Edeka Meier nach Nennendorf, wo leider Max ja im Urlaub ist. Und wenn wir Glück haben, ist Jonas da. Moin, moin. Moin, moin. Ja, ich muss noch 666 Kilometer Fahrrad fahren für einen guten Zweck. Kannst du dich sehen? Ja. Ist Jonas da? Nee. So, Jonas hat leider Urlaub. Aber das ist nicht schlimm. Ich werde Max und Jonas quasi per WhatsApp kontaktieren. Und hier einmal kurz einer der schönsten Leonhard-Kornstände oder Aufsteller. Und auch wunderschön abgegrast. Also hier ist auf jeden Fall Aufholbedarf. Gibt auch noch einen zweiten. Hier vorne quasi in der Regionalecke. Eine Buddel Lakritz haben sie noch. Und dann war es das schon wieder. Das heißt, ich werde auf jeden Fall versuchen, Max im Urlaub zu stören und über seine Bestände aufzuklären und Jonas bezüglich der Spende anzusprechen. Und damit sind wir quasi durch. Jetzt fahren wir noch nach Eckel und dann ganz normal arbeiten. Ich bin fertig, Pascal. Mach's mich fertig, Alter. Ja, genau. Du bist echt schuld daran, also das ist heute anstrengender als gestern. Dankeschön. So, wir kommen jetzt in Eckel an. Ortsschild. Und fast parallel dazu knacken wir gleich die 50 Kilometer für diesen Tag. Jo, da sind sie, die zweiten 50 Kilometer von den 666 bei Eintritt nach Eckel. Ich hoffe, es war für dich nicht zu anstrengend. Ich weiß, ich habe dich gefordert. Gut, dass wir da sind. Aber geil. Geil, geil, geil. Wir haben es fast noch nicht mal ansatzweise geschafft, aber die ersten Meter auf der Challenge sind erreicht. Richtig coole Tour heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne, gerne. Also das war nicht ernst gemeint, weil dadurch, dass er dabei war, war das doch ganz schön anstrengend, weil er einfach einen anderen Tritt hat. Aber ich glaube, irgendeine von den 8 Touren fahre ich auch mal wieder alleine. So, wir rollen auf den Hof und dann unter die Dusche und arbeiten. Wupp, wupp. We made it. Das sind einmal die Tourdaten von heute. We made it. Heute war richtig geil vom Wetter, also hat echt am Anfang kalt angefangen, aber hat echt Spaß gemacht.
Hast du okay gemacht? Wäre cool, wenn du nächstes Mal ein bisschen mehr Power gibst, weil das hat mich schon ein bisschen zurückgehalten, ja. So von meiner Performance. Ja, was sagst du? Was ist dein Feedback? Guck mal, wie groß der ist. Warte, ich komm mal runter. Ja. Was ist dein Feedback zu der Tour und zu meinem nicht vorhandenen Können plus Glück mit dem Reifenplatzer? Also Feedback zur Tour ist, dass selbst ich jetzt hier neue Wege kennenlerne. Total geil, also vielen Dank dafür. Danke Komoot. Danke Komoot, aber danke auch an deine Tourenplanung. Und ich finde es richtig geil, ehrlich gesagt, wie du dich in dieses Thema reingravelst, dich damit beschäftigst und mit dem Thema halt wirklich geil umzugehen weißt. Also ob es nur das Einklicken in die Pedale ist oder den Motor auszulassen. Da bin ich aber auch Champion. Ich weiß. Ja. Ja. Geil. Und ja, wie gesagt, also es war auf jeden Fall eine coole Tour mit dir. Was man sagen muss, was so ein bisschen herausfordernd war, ist, dass du halt einfach viel trainierter bist und so ein bisschen das Tempo vorgegeben hast durch deine Darstellung von, es ist nicht anstrengend. Leute, ich chill hier so richtig krass auf dem Fahrrad und du hechelst da hinterher. Also ich glaube, ich habe eine andere Durchschnittsgeschwindigkeit heute als gestern. Das, da gehe ich von aus. Das glaube ich. Ich hoffe es. Und das habe ich auch gemerkt, weil ich echt ab Kilometer 40, ich habe öfter mal den Motor einschalten müssen, gerade wenn es hochging, weil ich war echt schon durch. Ja, wirklich? Ja, ich war schon durch. Aber ich muss trainieren. Das Wetter war so geil. Wetter war absolut mega. Die Wege waren eigentlich ganz gut befahrbar. Heute Morgen auch richtig geil. Die Luft und so bei 3 Grad. Ja, nice. Also, Torben, du bist Freitag wieder dabei. Ja. Und ich habe noch eine Tour geschoben von nächsten Montag auf Samstag diese Woche. Da fahre ich dann nach Egesdorf. Da bin ich dann leider wieder alleine. Und nach meinem Urlaub, glaube ich, bist du wieder dabei. Ja. Einmal, irgendwie 2-3 Mal dabei. Zweimal mindestens. Da muss ich aber gut trainieren, dass ich nicht wieder komplett am Abkacken bin. Also Urlaub dazwischen. Ja, vielen Dank. Wir sehen uns.